Ja, hallo und willkommen zurück. So, nachdem letztes Mal mir der Kaffee angeboten wurde, sagt er mir gerade, er hat Kaffee bei sich stehen. Ja, finde ich. Ich weiß ja, wo die wohnen. Nee, eher das. Ja, das so lange würde es ungefähr dauern. Also jetzt gut, jetzt ist es mitten in der Nacht, wahrscheinlich schaffe ich es da schneller, aber ja, wo ich bin bis Kaiserslautern von hier aus 4,5 Stunden gefahren. Da müsste ich eigentlich ungefähr so lange auch zu denen fahren. Ja, okay, ja gut, so knapp 4,5, 5 Stunden, das müsste hinhauen. Und das war mitten im Winter, als ich gefahren bin, ja, bei Schneegestöber und sowas. Von daher, das wäre garantiert noch schneller gegangen. Ach ja. Gut, so, wir haben jetzt ja letztes Mal das soweit angefangen. Die Dame hat jetzt schon so ihren Platz, hat auch ihre Rolle, aber es ist hier noch alles leer. Das ist ein bisschen kacke. Was wir nochmal... Sehr gut. Und die Mikrowelle, das mache ich auch immer, wenn der Kaffee kalt wird, weil man kennt das ja, ne? Dann gießt man sich einen Kaffee ein und denkt sich so, oh, jetzt erstmal schön Kaffee trinken und dann passiert irgendwas oder man hat irgendwas, was einen so dann ablenkt, dass man dann da hängt und irgendwie dann doch nicht zum Kaffee trinken kommt. Und da ist eine Mikrowelle echt sehr, sehr gut, denn dann kann man halt doch nochmal stecken. Gut, jetzt habe ich nur das Problem, ich habe hier zu wenig Platz. Das ist echt ein Problem. Glowstone kann ich wieder mitnehmen. Sonst? Ja, sonst wird es problematisch, ne? Sonst habe ich nämlich gar nichts, was ich... Nee. Man weiß nie, was passiert. Wir können das hier lassen. Ja, ich kann das Eisenerz mitnehmen. Das kann ich brennen lassen. Und dann das. So, die Steinkugel kann ich wegwerfen. Dafür kann dann die Wolle hier rein. Okay, gut. Puh, ach du Schande, ey. Was eine Hektik. Nur damit ich jetzt hier ein paar Sachen holen kann, damit wir halt dementsprechend den Laden auch befüllen können. Ne? Ich hoffe echt, wir haben Tintensäcke, sonst wird uns nichts anderes übrig bleiben, als Tintensäcke direkt aus dem Kreativmodus zu holen. Was heißt Tintensäcke? Wir brauchen ja nur einen einzigen, den wir uns dann halt geben, damit wir den dann halt direkt in den Laden reinpacken können. Der ist dann weg, also haben wir dann praktisch nicht gemogelt. Nein, das ist nicht gut. Das ist einfach nur das Ganze schön detailliert und originalgetreu. Zu Ende. Sehr schön. Ich finde es teilweise so laut, muss ich sagen, ne? Also ich hatte das nicht so laut in Erinnerung die ganze Zeit über immer. Aber weiß, vielleicht hat sich was geändert. Man weiß es ja nicht. So. Ach, schön. Guck mal, wie schnell man rennen müsste, damit man hier mithält. Ja, schon der Wahnsinn. Ja, das, so eine Lore macht sich dann doch wesentlich nützlicher. Oder es ist nützlicher an der Stelle, als zu Fuß zu gehen. Okay, was wollte ich jetzt auch herstellen? Die ganzen Sachen für solche Sachen. Genau, weil es wird ja, man muss ja alles anbieten können. Erstmal gucken wir, dass wir oben das Eisenerz reinpacken und noch irgendwie so ein paar Sachen holen. Dann kann ich auch gerade mal gucken, ob hier vielleicht noch Tintensäcke sind. Ah, wir haben sogar noch einen. Sehr schön. Das heißt, ich opfere jetzt meinen letzten Tintensack fürs Allgemeinwohl. Das sei mir hoch angerechnet an dieser Stelle. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Nee, hier nicht. Hier. Genau. Na ja, gut, hätte man noch einen Glowstone. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Knochen habe ich noch dabei, der kann auch mal weg. Okay. So, was jetzt praktisch Monster-Sachen angeht, da wird es noch ein extra Händler geben. Das wird dann eher sowas Hexenmäßiges sein. Nein, das passt irgendwie besser. Genau. Ich muss das nur so ein bisschen... Also ein Steak reicht. Ich brauche immer nur von jedem eins. Das muss man ja auch überlegen. Einmal das. Einmal das.
Genau. Dann lasse ich die Ratte hier. Die lasse ich erstmal hier, genau. Und gebe mir erstmal davon ein bisschen was, damit ich erstmal genug Sachen habe zum Mitnehmen. So, und was denn noch? Jetzt haben wir das, das, das. Apfel, genau. Nehmen wir hier Apfel mit. Wunderbar. Die Fische und sowas wird man auch. Also man wird hier alles an Lebensmitteln und so kaufen können. Auch ein Eimer mit Milch wird es geben. Oh, jetzt vibriert das Handy, sehr schön. Eigentlich wollte ich ja zum Beispiel, weil ich, es ist jetzt gerade die Nacht von Sonntag zu Montag, eigentlich wollte ich mit Abutu das Let's Play Together auf der Xbox One aufnehmen von Minecraft fürs kommende Wochenende. Wir haben bloß das Problem, dass Xbox Live, der Server, der Status, also die Anmeldeserver und alles sind down. Und von daher kann man sich nicht einloggen. Das ist ein bisschen schade, weil ausgerechnet dann, wenn man was machen möchte. Ich bin bloß froh, dass ich soweit alles andere schon erledigt habe. Ach ja, grausam. Jetzt darf ich eigentlich die ganze Zeit hinherfahren, weil ich nicht genug Platz im Inventar gemacht habe. Finde ich jetzt irgendwie doof. Eigentlich hätte ich noch einen Platz frei, wie ich das gerade sehe. Boah, das ärgert mich jetzt gerade noch mehr. Ach ja, stimmt, wegen Lore deshalb. Naja, gut, okay, dann sei mir fast. Weil den habe ich ja eigentlich nicht wirklich frei, diesen Platz. Wieder schön mit der Lore durch die Gegend hacken hier. So ein Drive-by machen. Hol mir ja definitiv GTA 5 nochmal, diesmal für die Xbox One. Auf 360 war schon echt ganz lustig gewesen, aber auf der Xbox One soll es nochmal um einiges besser sein. Also es sieht auch echt hammermäßig aus, muss man wirklich sagen. Aber es gibt halt auch viele, viele Sachen, die sich echt lohnen. Ach so, ach verdammt, ich muss ja dann irgendwie in Gegenwert. Okay, gut, wir setzen jetzt erstmal was rein, ja? Wir setzen jetzt erstmal was rein. Da muss ich gleich mal gucken, wie das mit dem Handel war, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das vonstatten lief. Ich bin mir da echt gar nicht mehr sicher. Das ist so lange her, dass ich das gemacht habe. Das ergibt das... Ja, stimmt. Das musst du geben, damit du das bekommst. Das heißt, wir packen jetzt das mal rein. So viel hatte ich ja nicht. Ich hoffe, das reicht für alles aus. Ja, doch, müsste eigentlich reichen. Genau. Das wären jetzt erstmal so diese paar Sachen. Ich teste das mal kurz, ja. Ich will das mal testen. So, genau. Testen wir es kurz. Count. So, hallo und willkommen zurück. Ich musste gerade eben kurz was abbrechen. Und ja, es hat sich leider was rausgestellt, dass wohl aktuell ein Konflikt herrscht zwischen ein paar Mods. Und deshalb wir mit dem Händler nicht handeln können. Jedes Mal, wenn wir das versuchen, stürzt praktisch Minecraft ab. Ich muss mir die Fehlermeldung nochmal genau angucken. Ich habe jetzt nicht die Zeit dafür gehabt. Ich wollte erstmal hier die Aufnahme noch zu Ende machen. Ja, das heißt, wir müssen abwarten, wie wir das machen können. Ich will jetzt nicht drauf zugreifen, weil ansonsten war es das. Ich greife mal jetzt so drauf zu. So geht das. Genau, weil das ist der Trader. Linked Market Name. Wir können... Wie nennen wir das denn? Mary's. Genau. So, Linked Market Name. Und das sind dann die ganzen Sachen. Achso, vielleicht, weil wir nicht überall was drin haben. Das kann auch sein. Ich mache erstmal überall was rein. Vielleicht lag es daran. Fraktion, Dialoge, Nacht, Sounds. Step Sound. Wir können... Ja, nur, das wäre ja dann hier Custom NPCs. Das Trade. Warte mal, ich muss das vorher vielleicht mal anhören, bevor ich das einfach anklicke. So, hier. Mal abspeichern. Do you want to trade? Oh, das hört sich ja toll an. Ne, weil dann will ich auch Female haben. How to tag, yes, do want. Girl, aha, okay. Schwimm ab. Durch ist nichts. Okay, da sagt sie was. Good day. Okay.
We don't have much time. Hier sind irgendwie keine Sounds, ne? Yes. Von weh. Irgendwas. Ja, ist auch nicht so dramatisch. Das können wir hier rausnehmen. Has Pitch? Ja, auf jeden Fall. Living Sound, Angry Sound. Okay. Nein, das wollen wir ja nicht. Puh, Lines. Ja, stimmt, das sind ja die, wenn er was sagt. Fraktionen, freundlich. Ja, das ist okay. Dialoge. No Job, genau. Ja, wir machen mal No Job, genau. Global. Was mich jetzt wundert, ist mit diesen Shops. Was er damit meint. Aber Rezepte haben wir keine Shops, nee. Banks, Knochenbrecher, man keine Ahnung, was das sein soll. Man kann wohl irgendwie eine Bank machen, dann kann man hier gebratenes Hühnchen, dann soll irgendwie, ach, ich habe keine Ahnung, ich habe das mal wie Just the Fun ausgewählt. Ich habe echt keine Ahnung, wie das funktionieren soll, ich muss das mal genau reinziehen. Quests haben wir auch noch keine Stelle, das kommt noch. Probiere ich das noch? Ich probiere das, glaube ich, zum Schluss nochmal. Tja. Und jetzt muss ich eigentlich hier irgendwas, genau, wir können das Hühnchen mal hier reinlegen. Ein bisschen kacke aus, wenn wir das Hühnchen da rein. So, genau. Und dann kommt hier ein Hühnchen rein. Genau. Achso, ich brauch eine Leere an, stimmt. Ich vergaß. So, wunderbar. Das ist das Hühnchen drin. Das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Es ist zwar nur das Hühnchen drin, aber es ist immerhin was drin. Wenn ich einen Apfel hätte, würde ich auch einen Apfel reinpacken. Ja. Mhm. Genau. Verdammt, Das heißt. Achso, und wie sieht's aus? Handeln will. Ja, das ist eher ungut. Vor allen Dingen, ein Problem ist gut beschrieben, weil es ist ja nicht nur ein Problem. Jupp. Aber sowas von kein nicht gut. Ich hoffe, die gehen ins Bettchen. Wo habe ich denn jetzt eigentlich das Steinding? Ach ja, hier oben. Genau, sehr schön. Bett? Also ich frage nur mal. Wahrscheinlich liegen die eh schon im Bett. Schätze ich mal, oder? Ja doch, da, wunderbar. So, dann bringen wir nämlich da unten wieder mal die Leiste an. Halt, habe ich hier noch irgendwas Interessantes drin, was ich hier weggepackt habe? Gucken, dass ich es einmal teste. Genau, wir machen hier mal die Tür zu. Ja, es muss ja nicht sein, dass sie offen bleibt. Und dann schnell noch hier diese Sachen hingepackt. Und dann einmal gehandelt. Ah, okay. Das geht. Okay, geht. Halt, das müssen wir anders schreiben. Yeah, hüpf, juhu, yeah. Ja, hey, yippie, wuhu, hey.
Ah, schön. Ja, da freut er sich auch. Ach nee, sie, ja, beide freuen sich. Yay, boah, total durchdreht. Alle freuen sich, tanzen, hüpfen. Ah, so muss es sein. Okay, gut, aber das wäre jetzt echt problematisch gewesen. Also das heißt aktuell. Nicht fest. Günstig. Das heißt, das passt soweit. Dann würde ich mich hier verabschieden. Ich sage auch mal den beiden jetzt Tschüss, weil ich muss jetzt was anderes noch aufnehmen. Ja, genau, das gehört sich einfach so, ne? Das machen wir auch immer so, wenn wir hier sind auf dem Server. Ich finde, dass wenn man schon miteinander zockt, dann muss man sich auch benehmen und dann halt, ja, vor allen Dingen sind wir ja wie so eine Art kleine Familie, finde ich immer. Was hat er geschrieben? Okay, muss bei Gelegenheit vorbeischauen. Ja, dann frage ich nochmal schnell, weil ich könnte das auch morgen machen, dass ich nochmal kurz vorbeischaue. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Danke. Ja. Nun gut, dann verschwinden wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns ja dann morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.